Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zur dritten und letzten Runde dieses Turniers. Ich spiele diese Runde gegen Lionheart. Laut Tabellenplatz, das habe ich ja in einem vorhergehenden Video erläutert, müsste ich auf Platz 3 sein und er auf Platz 4. Insofern, ja, haben wir beide sicher durch diesen direkten Vergleich nochmal die Chance, vielleicht ein bisschen weiter nach oben zu rutschen in dieser Tabelle. Und diese Schlacht, die beiden Schlachten, die jetzt anstehen werden, die sind wieder sehr spannend, denn es ist gewissermaßen so eine Mischung aus den beiden letzten. Denn es kämpfen der Deutschordensritter gegen die Russen. Und der Deutschordensritter, die Ritter sind ja wieder sehr stark so ein bisschen klassisch orientiert auf Ritter und Durchschlagskraft, auch starke Speerträger defensiv, während die russischen Truppen, wir können hier mal einen Blick reinwerfen, durchaus wieder stark auf leichte und mittlere Kavallerie und Fernkampfeinheiten setzt, wobei sie auch die Möglichkeit haben, mit gepanzerter Adelskavallerie eher klassisch zu spielen. Und sie haben auch gepanzerte Speerträger. Also die Gegenseite kann man nicht so richtig einschätzen. Da ist beides eigentlich möglich. Das ist so eine Mischung gewissermaßen aus westlicher und östlicher Kriegsführung, wenn man das vielleicht mal so platt sagen kann. Ja, insofern ja, kann man sich jetzt nicht wirklich auf den Gegner einstellen, aber auf eine Sache kann man sich hier einstellen. In dieser ersten Schlacht, in beiden Schlachten ist das so, nämlich das Terrain, das hier sehr, ja, sehr klar, muss man einfach mal so sagen, die Deutschordensritter bevorzugt. Wie immer, ihr kennt das Prinzip, wir spielen die Schlacht gespiegelt auf gleichem Terrain. Das heißt, einmal ich als Deutschordensritter und Lionheart als Russe und dann umgekehrt. Wir spielen die ganze Sache gleichzeitig. Ihr seht es nacheinander. Ihr seht also jetzt zuerst diese Deutschordensritterschlacht. Und das Terrain ist deshalb auf unserer Seite, man sieht es, also erstmal ist es ein sehr flaches Terrain, relativ gut eigentlich für Ritter zum Durchschlag, wobei hier hinten Wälder sind, da kann sich durchaus was verstecken. Aber auf unserer Seite, von uns durchaus deutlich einfacher zu erreichen, ist eben Hügel, sind Hügel. Und diese Hügel sind insofern deshalb gut, weil es grundsätzlich einen Kampfbonus gibt vom Hügel runter. Also wenn jemand auf den Hügel angreift, hat er einen Malus. Und sie sind zum Zweiten deshalb gut, weil Fernkämpfer auf diesem Hügel sehr, sehr, sehr gut wirken können. Sie können nämlich über die Einheiten, die vor ihnen stehen, rüberschießen. Ich glaube, sie haben keinen zusätzlichen Schadensbonus, aber sie können rüberschießen. Und das ist natürlich perfekt, vor allen Dingen auch für Verteidigungspositionen. Dementsprechend habe ich jetzt auch meine Aufstellung hier gewählt. Und die grundsätzliche Idee ist folgende, dass wir auf der rechten Flanke eher defensiv stehen und hier dieses unebene Gelände und die Hügel ausnutzen und auch den Wald, der hier ist. Das verhindert eine, ja, das verhindert im Prinzip auch eine Flankierung oder eine Umgehung. Und auf der linken, auf der Mitte und linken Flanke durchschlagen, wobei wir hier den Wald wiederum beachten müssen. Das heißt, hier, das ist der Punkt, wo unsere stärkste Offensive treffen soll. Das ist erstmal die grundsätzliche Konzeption. Wie machen wir das von den Einheiten her? Also, was steht uns zur Verfügung? Festgesetzt war ein Deutschordensritter, einmal Ritter und Sergeanten und festgesetzt war einmal defensive Speerträger und zwei Armbrustschützen. Ich habe jetzt nicht das gesamte Kontingent an Ritter und Sergeanten ausgeschöpft. Das wird also jetzt nicht eine pure Ritterschlacht, so wie vielleicht bei den Engländern und Franzosen, sondern ich habe mich auf die Deutschritter beschränkt plus noch zwei Ritter und Sergeanten, beziehungsweise 1 plus 1, einen hatte ich ja schon. Die bilden hier diese vordere Durchschlagsreihe, sage ich mal. Hier hinten haben wir eine kleine Verstärkung des Ganzen, falls das noch nicht genügt. Das Ganze habe ich ergänzt durch hier die Kavallerie. Das ist eine gewissermaßen eine mittlere Reiterei, die zwar immer noch relativ gut ist in der Kontaktphase und im Nahkampf, aber wendiger ist. Das heißt, die Idee ist, dass wir also hier den Durchschlag machen und mit dieser wendigeren Kavallerie es vielleicht schaffen, dann die Flankierung zu organisieren, falls die Ritter rausgezogen werden. Gibt es jemanden, der an der Seite kommt und dann reingeht und dann eben für den Moralschaden sorgt. Vielleicht auch, wenn die Ritter die Gegner binden, kommt die an der Seite. Das ist so ein bisschen die Idee. Ergänzt wird das Ganze durch die, wie ich finde, starken berittenen Armbrustschützen.
Die sollen auch hier an der Flanke Stress machen und davor noch die leichten Wurfspießreiter, die zwar nur eine Reichweite werfen können, aber eben halt sehr schön ausweichen können. Falls der Gegner, und der Gegner wird Ritter haben, das sehen wir nämlich hier, er hat viermal gepanzerte Adelskavallerie mit dabei. Also die plane ich damit zu piesacken und vielleicht rauszuziehen. Und dann hinterher mit den Berittenen irgendwie zu kommen. Das ist unser Offensivteil. Das Ganze wird ergänzt hinten noch durch zwei Armbrustschützen, die sich einfach hier an den Rand stellen. Ich glaube, Höhe 50 genügt schon, um über die vordere Reihe schießen zu können. Dann kommt ja ein größerer defensiver Block, den ich gebildet habe aus Speerträgern und gepanzerten Speerträgern. Die sollen hier diese Linie einfach nur halten, und zwar hinter dem unebenen Gelände auf dem Hügelabhang. Hier gibt es natürlich keinen Hügelabhang, hier kann man sich aber vielleicht ein bisschen zurückgesetzt aufstellen, damit man das noch mit ausnutzt. Also die sind rein defensiv da, die sollen die Flanke sichern. Das Ganze ist ergänzt durch weitere Armbrustschützen, die dort hinter die Höhenlinie einnehmen soll, sowie durch zwei leichte Bogenschützen, die sich hier im Wald verstecken sollen und von dort aus einfach ein bisschen Flankenschutz geben sollen. Ja, das ist hier noch eine Reserve, die wir noch einsetzen können, und hier sind auch noch defensive Speerträger, die eben halt diese Flankierungssicherung übernehmen sollen. Das ist im Prinzip die Strategie, voll angepasst jetzt auf das Gelände. Ich habe voll verzichtet auf die schlechten Einheiten, die unerfahrenen Armbrustschützen, die Bauern, die unerfahrenen Speerträger und auch die baltischen Wehrpflichtigen überzeugen mich hier nicht. Okay, soweit diese Aufstellung. Ich werde jetzt die Zuordnung der Anführer off-cam mal machen, dann zeige ich euch das auch noch. Die Feldherren habe ich jetzt folgendermaßen verteilt. Wir haben hier den Oberbefehlshaber Hartlieb von Ballenstedt, wobei den habe ich jetzt den Rittern und Sergeanten zugewiesen. Das will ich eigentlich nicht, das ändere ich nochmal. Der wird den Deutschrittern hier zugewiesen. Dann haben wir hier Paul von Meißen, auch den Deutschrittern. Die beiden übernehmen die komplette Reiterei, wobei der jetzt isoliert steht. Den werden wir hier noch zur Befehlsgruppe hinzunehmen. Dann gibt es hier einen bei den gepanzerten Speerträgern, der also jetzt hier die Defensive führen soll. Das ist Rudolf von Erbach. Der übernimmt diese ganzen Fußtruppen. Und um die rechte Flanke noch ein bisschen weiter zu unterstützen, habe ich Berchtold von Eschenbach hier ebenfalls noch zugewiesen, der dann die benachbarten Truppen übernimmt. Ja, das war die Aufstellung. Jetzt können wir gespannt sein, wie der Gegner hier uns begegnen wird. Wir sind in unserem ersten Zug und das Wichtige ist natürlich, wir sehen, was der Gegner jetzt hier aufgestellt hat. Und das ist erstmal, ja, wie soll ich sagen, wenig überraschend. Er hat ganz klassisch sich formiert. Er hat in der Mitte Speerträger, Defensive, ich weiß gar nicht, ob er gut gepanzert, ja, die gepanzerten ganz in der Mitte, also richtig konkurrent aufgebaut, eine defensive Linie. Hier hat er die finno-ugrischen Krieger, die sind ganz gut in der Kontaktphase, ansonsten wiederum eher schwach, also so im Ansturm sind die aber zu gebrauchen. Die Frage ist, ob sie hier die Gelegenheit haben werden, anzustürmen. Auf jeden Fall, also eine klassische Infanterielinie in der Mitte, ohne große Sicherung. Und an den Seiten hat er die gepanzerte Adelskavallerie gestellt, und zwar auf beide Seiten, also wirklich extrem kongruent aufgebaut. Hier noch Ritter und Sergeanten und dort ebenfalls. Das zeigt mir erstmal, dass er jetzt keine, wie soll ich sagen, keine besondere Stoßrichtung, glaube ich, in seiner Strategie eingeschlagen hat, sondern möglichst flexibel auf alles irgendwie reagieren will. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, würde ich mal behaupten. Ich gehe mal davon aus, dass er hier in den Wäldern auch noch Bogenschützen positioniert hat. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns eigentlich erstmal, dass unsere Strategie, glaube ich, jetzt wir erstmal durchziehen können. Bin gar nicht so traurig darüber, dass er hier in der Mitte eben diese Speerträger hat, weil das ist dann wirklich auch ein schöner Punkt, wo dann unsere Ritter hier reinstoßen können. Diese gepanzerte Adelskavallerie, die ist gegen Fußtruppen gar nicht so schlecht. Die ist mit Sicherheit auch besser als unsere normale Kavallerie und die Armbrustschützen, aber sie ist nicht besser als unsere Ritter. Insofern haben wir auf dieser Flanke auch wirklich was entgegenzusetzen.
Natürlich ist es ein Problem, wenn er da jetzt stehen bleibt, wie wir jetzt mit diesen vielen Reitern hier überhaupt zurechtkommen, ob wir uns da nicht selber im Wege stehen. Das könnte noch ein Problem werden. Vermutlich werde ich auf jeden Fall mit den leichten Wurfspießreitern hier reinziehen und versuchen, irgendwie seine Adelskavallerie zu provozieren. Ja, das müsste der Weg sein. Ansonsten hier werden wir uns wie geplant defensiv aufstellen und ihn hier kommen lassen. Ich glaube, hier können wir auch ganz gut gegenhalten aus unseren Positionen heraus. Okay, also erstmal jetzt keine besondere Änderung der Strategie. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den leichten Wurfspießreitern und bringen die einen Tick weiter rüber. Und zwar in der kompletten Befehlsgruppe. Das sind ja nur die. Die werden hier einmal mitgehen und können dann eigentlich auch sich drehen. Nochmal in die Mitte, ja. Okay. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich denke auch, dass wir mit den Rittern, soweit es geht, vorgehen. Das wird nicht überall möglich sein. Wir werden das mal einzeln ziehen, damit wir so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen. Hier können wir also problemlos vorgehen. Hier sind die unebenen Gebiete. Da fallen wir dann leider ein bisschen zurück. Vielleicht müssen wir auf die auch ein bisschen warten. So, jetzt haben wir die Kavallerie und die berittenen Armbrustschützen. Die bleiben eigentlich außen. Die können wir eigentlich auch komplett so bewegen, meines Erachtens. Ja, mal gucken, wie die vorankommen. Die Ritter haben hier ihre Probleme. Ja, dann kommen diese Armbrustschützen. Die bewegen wir mal einzeln nach vorne. Sie sollen ja da auf dem Höhenzug stehen bleiben. Und die sollen diese Linie halten. Ja, und zwar hier so auf der Ebene, würde ich sagen. Und dann hier so ein bisschen zurückversetzt. Wie weit ziehen wir da wie vor? Das müssen wir mal gucken. Hier können wir eigentlich mit der gesamten Befehlsgruppe auch vorziehen. Keine Gründe, das jetzt nicht zu machen. Eigentlich hier auch. Wir ziehen komplett vor. Es gibt keinen Grund, sich jetzt hier nicht zu bewegen, während wir mit den leichten Bogenschützen einfach an den Waldrand gehen. Ich hoffe, dass wir dort verborgen bleiben. Okay. Das war das. So, ich denke, damit ist alles bewegt. Schießen können wir nicht. Mehr können wir dementsprechend auch in dieser Runde nicht machen. Okay, wir haben gesehen, dass er auf der gesamten Linie vorrückt. Das heißt, keine besonderen taktischen Anpassungen jetzt auf unsere Aufstellung. Und wir haben auch gesehen, dass es keine weiteren Überraschungen hier zu geben scheint. Also er hat da hinten noch ein paar Ritter und Sergeanten. Ansonsten eben setzt er voll auf die gepanzerte Adelskavallerie an den Flügeln. Also insofern keine wirklich neuen Erkenntnisse. Die leichten Bogenschützen werden wir hier stehen lassen. Ansonsten, wenn wir mal gucken, wie wir uns positionieren. Ich würde sagen, wir bleiben mal auf Höhe 50 stehen. Gehen nicht auf Höhe 25. Das heißt, wir werden jetzt hier sehr individualisiert uns positionieren. Also hier können wir, glaube ich, auch dorthin gehen. Das ist okay. Naja, hier gehen wir so weit es geht, weil wir wollen hinter uns ja noch den Armbrustschützen Raum geben. Also da wollen wir uns positionieren. Auch hier auf der 50er Höhe, die Armbrustschützen auf der 100er Höhe. Hier können sie allerdings auch nur 50 stehen. Ja, dann müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir hier das nicht ganz so gut kalkuliert haben. Aber zum Beispiel, wenn sie hier auf 100 stehen, ist es okay. Oder hier auf 75 können sie da schräg schießen. Also das geht schon irgendwie. Bei den Rittern müssen wir sehen, dass wir auf die langsam hier ein bisschen warten können. Aber wir sehen schon, hier kommen wir ganz gut voran. Da will ich aber einigermaßen in Linie bleiben. Ja, was heißt das? Na gut, andererseits, je weiter wir sind, umso schneller können die Armbrustschützen dort Position beziehen. Ne, dann gehen wir hier auf Maximum. Das passt mir dann doch. Oh ne, die kommen auch nicht weiter. Gut, dann ist das eben so, wie es ist. Gut, dann warten wir das nächste Mal auf den einen Nachtzügler. Die Linie ist mir hier schon relativ wichtig. So, hier gehen wir auch gerade durch.
Und ihr zieht auch nach. Halt, warte mal. Das war ja hier diese Problemposition, wo wir möglicherweise nicht so gut stehen. Wartet mal, dann ziehen wir mit der einen Einheit hier rüber. Hier stehen wir nämlich gut. Und hier ziehen wir erstmal dahin und müssen mal gucken, wo wir da am besten uns noch positionieren. Mit den Armbrustschützen auf der Seite und ihr seid einfach erstmal Reserve, ohne was Besonderes zu tun. So, hier können wir einen ersten Angriff wagen. Und die Frage ist, greifen wir jetzt hier den Oberbefehlshaber direkt an? Ich fürchte, bei Moralchecks ist hier die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er die verliert beim Oberbefehlshaber. Insofern tendiere ich dazu, diese benachbarte Einheit anzugehen. Wir müssen ja als Wurfspießreiter direkt rangehen. Ja, und das machen wir auch. Wir müssten dann eigentlich hoffentlich noch werfen können. Das müsste natürlich das Ziel sein. Ja, geht. Ich muss aber mal gucken, ob die noch, wenn sie jetzt hierhin reiten, werfen können und sich in die Richtung drehen können. Das wäre nochmal eine wichtige Angelegenheit zu prüfen. Das geht tatsächlich. Okay, dann starten wir so. Lassen die dort drehen. Ja, so viel Schaden machen die nicht. Das sind auch kleinere 126, anders als in der letzten Schlacht. Also die Zahlen, die dürfen euch jetzt nicht verwirren. Die Gesamtgröße der Truppen ist deutlich eine andere. Okay, also ich mal gucken. Mit dem dritten Wurf, mit ein bisschen Glück, kriegen wir den Moralcheck hin. Nein, hat nicht gereicht. Wow, okay, alles klar. Das enttäuscht mich ein bisschen. Nun gut, jetzt werden die uns natürlich attackieren und wir werden hoffentlich zurückweichen. Das sollte also jetzt nicht ganz so problematisch sein. Mit den Armbrustschützen fächern wir mal ein bisschen aus, gehen zur Seite. Drehen geht hier nicht mehr. Damit die jetzt hier auch noch ein bisschen Platz haben. Wobei, die Frage ist, was wollen wir eigentlich mit dieser Kavallerie erreichen, ne? Die ist nicht besser als die gepanzerte Kavallerie. Damit können wir eigentlich nur was anfangen, wenn der Gegner irgendwie schon zermürbt wurde durch Fernkämpfe. Insofern würde ich sagen, halten wir uns hier erstmal ein bisschen dezent zurück. Und warten, was dort passiert, während wir die nach vorne bringen. Okay, dann haben wir jetzt fast alle bewegt. Hier hatten wir gesagt, die sollen da erstmal stehen bleiben, um den Höhenvorteil zu nutzen. Die bleiben auch stehen. Feuern können wir auch nicht, dann ist diese Runde beendet. Tja, liebe Leute, wir haben jetzt gerade gesehen, wie wunderbar das einerseits klappen kann, mit diesen leichten Reitern den Gegner herauszulocken aus der eigenen Linie. Aber wir haben auch gesehen, wie schnell das zu einer Panikreaktion führen kann, wenn diese Reiterei eben ja so Folgeangriffe macht. Damit, dass wir jetzt gleich, also dass eine Einheit vielleicht in Panik gerät, damit habe ich gerechnet, dass es gleich zwei sind plus eine Geschwächte. Ja, damit habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gerechnet. Das war auch ein bisschen Pech dabei. Eine Panik führt manchmal zu anderen Panik. Das haben wir jetzt eben erlebt. Die haben ihre Nachbarn fliehen sehen und sind auch in Panik geraten. Aber man muss dazu sagen, das sind super billige Einheiten. Das heißt, die Prozentpunkte sind jetzt nicht so super gravierend. Und wir haben hier dafür eine gepanzerte Adelskavallerie direkt vor der Nase eigentlich. Und können die möglicherweise jetzt auch in Panik versetzen und dann wird sich zeigen, ob der Deal ein guter war. Was wir, glaube ich, zuerst machen sollten, wir sollten mit unseren Armbrustschützen einfach jetzt hier ein paar Schüsse abgeben, denn die stehen jetzt in wunderbarer Reichweite. 6 bis 18 Verluste, sehr schön, wenn wir uns drehen.
Das werden wir natürlich ausnutzen. 13, hervorragend. Hier drehen wir uns auch nochmal. 4 bis 16. Und leider, leider standgehalten. Okay, dann ist jetzt die Frage, was wir als nächstes tun können. Wir können, also wir würden jetzt mit jedem Angriff provozieren wir jetzt eine Probe. Das ist jetzt insofern wichtig. Die Frage ist nämlich, ob wir nämlich mit unseren Wurfspießreitern das nicht ausnutzen sollten und hier quasi auch nochmal reinwerfen sollten. Weil eine Probe kommt jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, das sollten wir auch machen, ja. Nutzen wir das. Ja, und sie haben Widerstand gehalten. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen Pech. Gut, dann ist die Frage. Wir können jetzt angreifen. 11% Unentschieden, 11% Sieg, 11% Niederlage. Und wir können dann danach hier reingehen. Hier nicht mehr. Also wir können mit zwei angreifen. Die Ritter sind zu unflexibel, um an dieser Stelle jetzt einzugreifen. Mit den Rittern müssen wir weiter nach vorne gehen. Wir haben einen kleinen Höhenbonus. Uns bleibt meines Erachtens keine andere Möglichkeit. Wir könnten uns natürlich hier noch mit den Armbrustschützen drehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht dort nochmal feuern. Ja, wobei wir natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, wie schnell die sind am Ende. Ob die in ihrem Zug dann uns hier in die Seite laufen können. Also, wir haben, nee, wir kommen, glaube ich, nicht in Reichweite. Nee, drehen 16. Der kann nämlich nur 2 schießen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Reichweite 2. Okay, das geht also nicht. Höchstens, wenn wir dort hingehen und uns noch drehen könnten. Aber das funktioniert auch nicht. Also, die Armbrustschützen, die kriegen wir nicht in die Richtung. Ja, dann, Leute, müssen wir die Situation nutzen und müssen hier mit unserer etwas schwächeren Kavallerie hier reingehen. Wobei, das sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Okay, jetzt sind die ausgewichen. Auch nicht schlecht. Kommen wir jetzt mit unseren... Ne, kommen wir nicht. Die müssen wir erstmal kompliziert drehen. So, na gut. Jetzt sind die natürlich in Reichweite der anderen, aber auch die können wieder ausweichen. Also es wird jetzt ein lustiges Spielchen, kann ich mir vorstellen, was jetzt hier passieren wird. Okay, dann würde ich sagen, werden wir die Armbrustschützen jetzt... Ja, ich denke mal, hier kommen wir in Schussreichweite. Wir können bloß nicht drehen. Können wir das noch cleverer machen? Nein. Sollten wir dann einen halben Schuss abgeben? Oder sollten wir lieber unsere Munition sparen? Null bis vier. Das lohnt eigentlich nicht, wenn man keinen Moralcheck bekommt. Aus dem Grund werden wir dann lieber nur bis hier gehen. Ebenso hier. Gegebenenfalls schon mal eine Drehung machen. Ja, weil das immer sehr aufwendig ist und wir in die Richtung uns vermutlich das nächste Mal orientieren werden. So weit, so gut. Okay. Ja, dann, ich würde trotzdem halt gerne noch nicht so schnell mit den Rittern vorgehen. Ganz langsam. Weil wir natürlich eigentlich unsere Armbrustschützen hier unten ja auch in Schussreichweite bringen wollen. Wir werden mal jetzt nicht übertreiben. So, und die Ritter, die kommen dann hierhin, würde ich sagen. Halten wir mal auf diese Art und Weise die Linie. So, die können sich jetzt erstmal nicht weiter bewegen. Hier mit den beiden gehe ich noch ein Feld vor, um mir das nächste Mal die Option offen zu halten. Die haben geschossen. Wir gehen hier weiter... Erstmal hier einen Schritt vor. Ihr geht auch einen Schritt vor. Wir sind hier auf 50, da auf 25, da auf 100. Nee, hier gehen wir auf jeden Fall einen Schritt vor, weil dort der Gegner in unebenem Gelände wäre. Das ist insofern okay. Hier bleiben wir vermutlich stehen. Und jetzt ist die große Frage, wie wir mit den Armbrustschützen. Hier Höhe 75 ist auch noch ganz gut, aber natürlich könnten sie da auch reingehen. Das müssen wir mal sehen. Aber hier gehen wir so hin. Das ist schon mal okay. So, schaut mal, hier können wir sogar treffen. Und natürlich kommen jetzt unsere leichten Bogenschützen hier wunderbar zum Einsatz. Das nutzen wir doch gerne aus. Also, drehen uns und feuern. Entdeckt, ja, egal. 7. Und sie haben Moralcheck, leider Widerstand gehalten. Und dann ziehen wir hier noch rein. Und
Ah, Widerstand gehalten, also okay. Moralchecks laufen noch nicht so richtig gut für uns. Eins, wo kriegen wir den vielleicht irgendwo hin? Kann er von da noch schießen? Nee, kann er nicht. Von da würde er vermutlich schießen können, aber das ist mir ein bisschen zu nah dran. Und wir kommen da nicht mehr so richtig, können da nicht mehr so richtig zurückfallen. Das behagt mir eigentlich nicht. Ja. Ich gehe mal tatsächlich, wage mich mal dort hin. So, das ist eine ganz gute Position, die wir da jetzt bezogen haben. Und der Speerträger, der geht ein Feld vor. Dreht sich tendenziell, weil wenn, dann kommt dort die Gefahr. Müssen wir mal gucken. Ja, okay. Das wird ganz spannend, glaube ich, hier, was uns erwartet. Schade. Also wir hatten echt jetzt eine Chance, hier durchaus mal einen Moralcheck zu bekommen. Aber im Grundsatz würde ich sagen, haben wir das Beste aus der Situation gemacht. 90 von 120. Hier sind noch 94 von 120. Ja, sind schon ganz schön angeschlagen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt hier in den Wald reinreiten, wie sie damit jetzt umgehen mit dieser Waldsituation. Eigentlich ist die gepanzerte Adelskavallerie da, hat da ganz große Probleme. Der Wald sollte uns eigentlich zu Genüge schützen. So, wir gehen nochmal durch, ob es Einheiten gibt, die ich bewegen wollte und nicht bewegt habe. Das ist nicht der Fall. Dann können wir diesen Zug beenden. So, da gab es ein paar spannende Entwicklungen jetzt hier in dieser Runde. Unsere Kavallerie ist hier in den Nahkampf reingezogen worden gegen die gepanzerten Speerträger. Das werden die auch gewinnen. Gefährlich ist natürlich jetzt die gepanzerte Adelskavallerie, die hier mit reinkommen kann. Aber wir werden natürlich jetzt hier unsere Ritter zum Einsatz bringen. Der kann zum Beispiel das verhindern, indem er dahin reitet. Und die können jetzt hier frontal angreifen. Und sollten dort auch überlegen sein, ebenso hier. Also hier haben wir neulich neue Möglichkeiten. Sehr schön war zu sehen, wie hier unten die leichten Bogenschützen sich hervorragend gewehrt haben und dem Gegner sogar eine Niederlage hinzugefügt haben. Also im Wald Bogenschützen anzugreifen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Das Problem ist jetzt, dass die aber jetzt so stehen, dass sie flankieren können. Und das sollten wir verhindern, indem wir uns drehen. Das Problem ist, wenn wir uns drehen, können wir natürlich nicht mehr vernünftig schießen. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Flankierung jetzt irgendwie verhindern. Das heißt, wir werden jetzt nur einen halben Schuss irgendwohin abgeben können. Im Zweifel auf diese 0 bis 4. Weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist überhaupt die Frage, wie wir hier feuern. Wir haben hier noch Langdistanz, den Schussbereich. Hier könnten wir uns drehen und hier auch noch. Ja, ich würde sagen, wir versuchen hier weiter schön Schaden zu machen. Und da haben wir die Schwächung. Ja, sehr schön. Prima. Okay. Dann ist die große Frage, wie machen wir denn weiter? Da hinten könnten wir uns drehen, aber da kommen wir leider mit denen nicht hin. Da kämen wir noch hin, aber da kriegen wir. Oh ja, doch, das geht. Das geht, das geht, das geht. Wir gehen jetzt hier, drehen uns rein. Langdistanz 2 bis 10. Mal gucken, was wir da erwischen. 7 ist doch gut. Dann drehen wir uns hier rein. Ah, und der nächste Check und standgehalten. Aber egal. Das wird hier sehr unangenehm. Ah, das gefällt mir. Sehr unangenehm hier. Die Flanke für den Gegner. So. Und dann ist die Frage, schießen wir jetzt über den halben Schussbereich oder machen wir das gar nicht? Ich würde sagen, ja. Wir drehen uns halt nicht, sondern bleiben so schräg stehen, um nicht flankiert zu werden. Und schießen einmal, um sie ein bisschen zu schwächen. Gut, dann haben die alle ihre Schüsse abgegeben. Mit denen gehen wir auf keinen Fall vor. Wir bleiben da weiter bei unserer Verteidigungsstrategie. Jetzt geht es hier um diesen kniffligen Bereich. Hier können wir natürlich auch noch feuern. Die Frage ist, auf welche.
Ich würde sagen, hier stehen wir sehr gut, um auf die dort zu feuern mit unseren Berittenen. Die brauchen sich auch nicht bewegen, das ist das Gute daran. Schießen wir mal 4 bis 18. 10. Und hier 4 bis 18. Und da haben wir auch da die Schwächung. Ja, wunderbar. So, dann sind jetzt unsere Ritter gefragt, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen... Ich meine, wir können auch das so machen. Mit denen gehen wir dort rein und mit denen gehen wir dort rein. Dann sind beide beschäftigt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist insofern ganz gut, weil das ist der Oberbefehlshaber und das ist zumindest ein Unterbefehlshaber. Wie stehen denn deine Chancen hier? Oh, die stehen gut. Wir können auch nur natürlich mit beiden reingehen. Aber wisst ihr was? Das ist natürlich die Gefahr, dass die dann damit reinkommen. Noch mit in diese Schlacht. Aber wir nutzen einfach mal jetzt diese Gelegenheit und greifen an. Okay, die weichen aus. Die weichen komplett aus. Okay, da haben wir zumindest eine Zermürbung erreicht dort. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen heikel. Stichwort Flankierungen. Da müssen wir jetzt natürlich höllisch aufpassen. Okay, dann würde ich aber die Gelegenheit nutzen, die Wurfspießreiter hier nochmal zum Einsatz zu bringen. Ja, da können wir trotzdem angreifen. Dann werden wir hier einmal vorglühen und dann hier nochmal nachkommen. Ausweichen. So, nächster Angriff. Angriff von hinten, Schwächung und Zermürbung. Ja. Okay. Ist natürlich heikel, weil die jetzt hier mit reinkommen können. Die können hier mit reinkommen. Aber, naja. Wir haben auf jeden Fall eine Zermürbung von wichtigen Einheiten des Gegners erreicht. Das ist nicht zu unterschätzen. So, jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt hier Probleme erwarten, dann sollten wir, also wenn, nehmen wir an, die fliehen, die geraten in Panik und wir haben die Einheiten schon vorher hier hingezogen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die umgebenden Einheiten. Die Frage ist deshalb, ob wir das direkt schon vorher mal ausfechten, wie das hier zu Ende geht. Vielleicht ziehen sie sich auch zurück aus der Schlacht. Auch das ist ja denkbar. Ich denke, wir werden das vorher ausfechten. Unentschieden 16%, hier unentschieden 8%, ja. Könnten wir hier irgendwie eingreifen? Nein, durch die Kontrollzonen geht das nicht. Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal ausfechten. Da haben wir die Schwächung, ja. Und das wird eine Niederlage. Aber standgehalten. Na gut, okay. Dann bewegen wir uns jetzt geradezu. Greifen hier an. 70% Chance. Jawohl. Schwächung des Gegners. Hervorragend. Unsere Panzerreiter machen ihren Job. 52%. Jawohl. Schwächung des Gegners. Hervorragend. Das läuft ja hier wie ein Länderspiel. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, auf 50er Höhe. Da sollten wir immer noch über den Gegner schießen können. Das hätte ich jetzt vielleicht noch sogar machen können. Auf die Ferndistanz, aber es ging ja auch so gut. Positionieren wir uns dort. So. Hier bleiben wir stehen. Die fliehen. Da können wir jetzt nicht hinziehen. Das ist soweit in Ordnung. Okay, dann haben wir nur noch diese Ritter. Und hier würde ich tatsächlich sagen, dass wir hierhin uns bewegen. Ja. Und sichern damit die Flanke ab. Okay. So, dann checke ich die nicht bewegten Einheiten. Die bleiben dort stehen, die bleiben auch dort stehen. Die auch. Und was ist das hier nochmal? Leichte Bogenschützen. Haben wir noch nicht mit denen geschossen? Nee, stimmt. Stimmt, mit denen haben wir noch nicht geschossen. Ach so, die müssen wir noch bewegen. Das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich. Diese sollten wir jetzt hier schon mal auf diese Höhe ziehen. Damit wir hier gegebenenfalls auch noch mit reagieren können. Ich glaube, die ziehe ich sogar hier so weit vor. Das ist in Ordnung. Könnt ihr euch noch drehen? Ja, dreht euch mal bitte noch in diese Richtung. Das passt. So, und jetzt nochmal zu den Bogenschützen. Die sollten unbedingt noch einen Schuss abgeben. Gehen wir nochmal auf die Geschwächten. Oder auf die da hinten. Ja, komm. Wir gehen nochmal auf die Geschwächten. Drehen wir uns. Und machen nochmal schön 5 Schaden. Gut. Dann haben wir in diesem Zug alles erledigt. Auch wenn wir punktemäßig hinten liegen, bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Gehen wir in die nächste Runde.